Und damit hallo und herzlich willkommen zur 24. Folge des Evoden 2 Let's Plays, wo ihr jetzt erfahren werdet, ob wir gegen die kaiserlichen Sondertruppen kämpfen müssen oder etwas anderes. Und wir machen direkt weiter und ich lese wieder die Story vor. Und ihr habt unten noch meinen Balken, weil ich gerade kurz auf dem Desktop war. Jetzt ist der Balken unten weg. So. Bringt sie bloß nicht auf dumme Gedanken. Ich persönlich möchte es lieber nicht mit ihnen zu tun bekommen. Sie sehen ganz schön stark aus. Gebt auf, Widerstand ist zwecklos. Was sollen wir tun? Wollt ihr ihnen eine Abreibung verpassen? Dickwahn, seid ihr in Ordnung? Punkt, Punkt, Punkt. Mein Schädel tut das weh. Dickwahn! Ich erinnere mich langsam. Diese Waffe. Ich muss. Dickwahn, nein! Nicht! Waffe 001 aktiviert. Vernichtung vorprogrammiert. Bitte sofort evakuieren. Dickwahn, warum habt ihr das getan? Wegen euch wird jetzt alles zerstört. Vergebt mir, Fina, diese Stimme in meinen Kopf. Wer seid ihr? Jetzt ist alles vorbei. Wie ist Evoden 2 jetzt zu Ende? So ein Cliffhanger-Story. Ich hätte etwas anderes erwartet, aber so, das gerade nicht. Das ist das Ende. Nein, das ist erst der Anfang. Du doppelte Persönlichkeit als Erfolg bekommen. Okay. Mama? Bist du das? Es ist ja alles wieder gut. Ist ja alles wieder gut. Beruhig dich nur. Du hast fast 9 Stunden lang geschlafen. Ich hatte einen furchtbaren Albtraum. Ich habe geträumt, ich sei in die Vergangenheit gereist. Es war einfach schrecklich. Keine Sorge. Jetzt bist du in Sicherheit. Zurück im schönen Jahr 1049. Moment mal. Wer seid ihr überhaupt? Ihr seid nicht meine Mama. Ein Name. Ist schon etwas länger her, dass ich einen gebraucht habe. Nennt mich ruhig Ceres. Ceres, okay. Ceres. Ich habe schon so ein Gefühl, als wären wir uns schon einmal begegnet. Ich war noch ein kleines Mädchen. Und hier haben wir den berühmten Dickwahn. Endlich wieder vereint, nach so langer Zeit. Ihr kennt Dickwahn? Dann könnt ihr ihm vielleicht helfen. Ihm helfen? Das habe ich schon. Als wir uns das erste Mal trafen, verhalft ihr mir zur Flucht vor den kaiserlichen Wachen. Ich habe mich revanchiert, indem ich euch vor der Explosion der Waffe bewahrte. Die Waffe? Sie ist schrecklich. Die große Katastrophe ist eingetreten. Wir hätten sie verhindern sollen. Aber Dickwahn... Nicht jeder kann sein Schicksal entrinnen. Wer wird? Fina? Wo sind wir? Die Waffe... Sie ist explodiert und dann... Velvet, es geht euch gut. Mir fällt ein Stein vom Herzen. Die Waffe ist in die Luft gegangen. Und dann hat Ceres uns gerettet. Ich glaube, sie hat uns in die Zukunft befördert. Die Zukunft? Dafür schon mal durch die Zeit reisen, wäre ich lieber im Zeitalter der Magie.
Ceres, ist das euer Name? Ihr scheint etwas ganz Besonderes zu sein, weder Mensch noch Dämon. Mein Vater war ein Dämon und meine Mutter ein Mensch. Glaube ich jedenfalls. Meine Erinnerung ist nur ganz vage. Unglaublich. Ich glaube, vor euch hat es so etwas noch nie gegeben. Ihr seid wirklich einzigartig. Ich würde euch gerne untersuchen. Ich. Velvet. Ceres hat uns vor der Explosion gerettet. Dankt ihr, Liebe. Tut mir leid, Rätsel und alles, was ungewöhnlich ist, faszinieren mich. Hey, wo wir gerade von Rätseln reden. Dickwahn, alles in Ordnung mit euch? Seid ihr wieder bei Bewusstsein? Was ist da in der Waffenkammer, was da in der Waffenkammer passiert ist, reden wir nicht davon. Dickwan hat das nicht gewollt und es ist nicht seine Schuld. Wir müssen einfach einen anderen Magnetiten benutzen, um zu einem Moment kurz davor zurückzukehren und die Explosion der Waffe zu verhindern. Großartige Idee. Allerdings könnte dies zu einem Raumzeitparadox führen und was dann passiert wird, kann ich nicht absehen. Tja, es ist unsere einzige Möglichkeit. Leider ist das nicht möglich. Magnetiten sind speziell darauf angelegt, so etwas zu verhindern. Wenn ihr jetzt in eure eigentliche Vergangenheit zurückkehrt, werdet ihr immer in den Augenblick landen, in dem die Waffe ausgelöst wird. Nein! Das darf doch nicht wahr sein! Mein Dorf! Meine Familie! Darf ich fragen, woher ihr das wisst? Nur die alten Magi wussten, wie die Magnetiten funktionieren. Ich weiß nicht. Ich kann mich an Dinge erinnern und manchmal sehe ich Dinge, die sich noch nicht zugetragen haben. Was die Magnetiten betrifft, ich weiß, dass das nicht funktionieren wird. Faszinierend. Möglicherweise verleiht eure Herkunft euch Fähigkeiten, die man sonst noch nie gesehen hat. Was die Waffe anbelangt, es gibt einen anderen Weg. Really? Ach. Really? Ach, ihr seid der Hammer, Ceres. Einfach wird es nicht. Aber mit dem Magischlüssel könnten wir es tatsächlich schaffen. Dem Magischlüssel? Sorry, ich musste gerade kurz mich mal von ein bisschen Luft befreien. Einem der legendären Magie-Artefakte? Ihr wisst, wo er ist. Es ist ziemlich kompliziert. Der Magi hat den Schlüssel als eine Art Sicherheitsmaßnahme vorgesehen. Er sollte etwas aus dem Gefuge der Zeit entfernen. Es war jedoch viel zu gefährlich. Also brachen sie ihn in Stücke und gaben jedes Fragment einem Anführer ihres Zeitalters. Ich habe lange Zeit nach diesen Fragmenten gesucht. Ich glaube, jetzt weiß ich, wo sie sind. Um sie zusammenzutragen, brauche ich aber euch, eure Hilfe. Das ist es also. Ich hatte nie gedacht, dass die Zeit selbst sich ändern ließe. Jedenfalls nicht, bis ich Dickwan und Fina kennengelernt habe. Wenn wir also den Magischlüssel einsetzen und die Waffe aus der Zeit zu entfernen, hätte sie überhaupt niemals existiert und wird niemals aktiviert worden sein, richtig? Richtig. Perfekt. Los, suchen wir diese Fragmente des Magischlüssels und sehen zu, dass diese abscheuliche Waffe in ein für alle Mal aus dem Weg geräumt wird. Ich kann nur hoffen, dass das nicht noch schlimmere Folgen haben wird. Okay, ich kann mich frei bewegen. Diesmal sieht die Welt hier etwas mehr zerklüftet aus, wie ihr seht. Und ich kann auch nirgendwo hin, außer mit ihr reden. Okay, dann reden wir mit ihr. Dickwan, an euch erinnere ich mich auch. Ich glaube, wir haben etwas gemeinsam. Ach, beinahe hätte ich es vergessen. Nehmt dies, es ist wichtig.
gefunden. Eine Steuerkonsole, ein System, das Technologie super fortschritt. Mit diesem Gegenstand könnt ihr durch die Zeitalter reisen. Mit ihm könnt ihr die Magnetiten aktivieren. Benutzt ihn, um alle Fragmente zu finden. Ich werde die Passage für euch öffnen. Yay, ein rotes Dingens. Dickwahn. Ich wüsste gerne mehr über die Fragmente des Magieschlüssels. Ihr wollt mehr über welches Fragment wissen? Fragment des Feuers. Seid ihr dem Piraten schon begegnet? Ihren Unterschlupf findet ihr in eurer Gegenwart, in der Nähe eines Vulkans. Sie hüten die Fragmente des Feuers. Ihr wollt mehr über die... Ja, okay, also einmal in der Gegenwart bei dem Feuer. Muss ich mir das aufschreiben? Das wäre, glaube ich, sinnvoll. Zur Zeit des Kaiserreichs, bevor der erstarrte Kontinent zu schmelzen begann, lebten dort wilde Wikinger. Sie wachen über das Fragment des Eises. Ihr wollt mehr, ja, la und Natur. Fern im Südwesten liegt eine Insel. Auf dieser Insel gibt es einen zeitlosen Wald. Und tief im Inneren dieses Waldes werdet ihr das Fragment der Natur finden. Es scheint, ihr Steam-Controller hat Verbindungsprobleme. Ja. Ihr wollt mehr über die... Ja, wollen wir. Erde. Die Dämonen bewahren ein Fragment in ihren heiligsten Tempeln hinter Schloss und Riegel auf. Doch sein Bewahrungsort ging verloren, als Dämonia im großen Krieg zerstört wurde. Es heißt, es gebe einen besonderen Magnetiten im Sturmtal. Er soll den Zugang zum Fragment der Zeit freigeben, in jenem geheimnisumwobensten aller Fragmente. Das ist die Frage, wie ich mir das jetzt alles merken muss. Um die Fragmente zu finden, müsst ihr eine Zeitreise unternehmen. Setzt das Steuerelement, das ich euch gegeben habe, bei einem Magnetiten ein. Ich wünschte, ich könnte mit euch kommen, aber ich muss... Kommt zu mir zurück, wenn ihr mehr über die Fragmente erfahren wollt. Also kann ich jetzt jedes Mal wieder hier hinreisen, oder wie? Beam me up, Scotty! Ah, und jetzt kann ich zu ihr zurück. Richtig? Und kann sie fragen, wo die Fragmente sind. Genau. Alles klar. Also wir fangen an. Ja, und zwar mit dem Feuer. Seid ihr schon dem Piraten begegnet? Ihren Unterschlupf findet ihr in eurer Gegenwart in der Nähe eines Vulkans. Sie hüten das Fragment des Feuers. Ihr wollt mir... Nein. Wollen wir nicht. Also, in meiner Gegenwart. So, das habe ich hier noch. Steuerkonsole. Ein System, das technologisch super fortschrittlich aussieht. Okay. Mach die Büsche weg. In meiner Gegenwart. Ich weiß nicht, was meine Gegenwart ist. Da habe ich jetzt echt nicht aufgepasst. Wir müssen erstmal einen Magnetiten finden, vermute ich. In welcher Zeit sind wir denn? Da kommen wir fertig mit Laden. Okay. So, jetzt können wir erstmal hier meine ganzen Magie benutzen. Bei ihr. Um uns abzuraden. Einen Trank kaufen, einen Verbündeten wecken. Ja. Genug mal. So, jetzt haben wir hier Mana. Haben wir nur eins? Okay. Mana. Oh, entzückend. Ihr habt etwas Mana ausgegraben. Wer kriegt denn die? Wer wird? Aufwertung von Kräften. Velvets Kraft hat Stufe 2 erreicht. Konzentriert euch länger um. Ja, klar. Alles klar. Sonst ist die Frage. Was kann ich für euch zu Zuckerschnäuzen? Nichts. Kommt bald wieder. Wo ist in dieser Zeit ein Magnetit? In dieser Zeit war der Magnetit. Da oben, der war kaputt, wenn ich mich richtig erinnere. Clipper. So, kann ich den trotzdem benutzen, oder? Nein.
Ich muss mal überlegen, sie hat gesagt, in meiner Gegenwart. Dann war, glaube ich, auf der Insel war noch ein Maglezit, ne? Ich frage mich, ob ich auf die Insel drauf komme. So, also, wo wolltet ihr denn genau hin? Was? Ihr wollt noch auf eine Insel? Bla 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 bla. Auf geht's so. Ich glaube, hier war der Maglethit. In dieser Zeit. Ich muss echt sagen, dass ich jetzt ein paar Mal ein bisschen meinen Kopf graben muss, um die Maglethiten wieder zu finden. Und ich muss mal schauen, was ist denn meine Gegenwart? Was zum Teufel redet ihr da? Genau, da oben war der Magnetit. Pff, und da steht Menos? Ich stelle dir nur Theorien auf. Genauso könnt ihr in meiner Zeit landen. Oder in einem von. Oder in der Zeit von Fräulein Fina und Super Mario. Aber wie Fräulein Fina sagen würde, ich fürchte, wir haben keine andere Wahl. Genau. Los geht's, Dickwan. Wir werden es erst herausfinden, wenn wir dort sind. Und diese Zukunft will ich nicht. Und in dieser Zukunft will ich nicht bleiben. Es ist, glaube ich, jetzt eine Wiederholung. Sie sind verschwunden. Warum bin ich nicht mitgegangen? Und was mache ich jetzt? So, auf geht's, dann gehen wir ihn mal abholen. Weil dann müssten wir jetzt zu viert sein. Während keine Musik mehr läuft im Hintergrund. Menos, bin ich froh, euch wiederzusehen. Super Mario, Fräulein Fina. Ich dachte, ihr wärt auf immer verschwunden. Das kann nur bedeuten, dass der Maglethit seinen Zweck nicht erfüllt. Stimmt nicht, das hat er. Er hat korrekt funktioniert, aber das ist eine lange Geschichte. Wo soll ich anfangen? Ich kann es kaum glauben. Mein Sohn, ein Terrorist und die Waffe? Aber ich sollte mich nicht zu sehr sorgen. Reno ist in diesem Zeitalter schließlich kein Kind mehr. Er muss einfach vor der Explosion geflohen sein. Vielleicht sehe ich ihn ja doch wieder. Ich war auch ziemlich überrascht, als sie aus dem Nichts aufgetaucht sind. Und als sie mir alles erzählten, fiel es mir ebenfalls schwer, es zu glauben. Wer würde jemanden Glauben schenken, der behauptet, aus der Zukunft zu kommen? Erst nachdem ich mich mit Ceres unterhalten hatte, war ich vollkommen überzeugt. Ceres, können wir ihr trauen? Sie hat uns vor der Explosion der Waffe gerettet. Und sie hat uns verraten, wie man die verstreuten Teile des Magischlüssels beschafft. Das ist mir durchaus bewusst, Fräulein Fina, und ich bin ihr zutiefst dankbar. Ohne sie hätte ich euch beide nie wiedergesehen. Mein Vater hat immer gesagt, dass alles seinen Preis hat. Warum ist sie euch noch mal zur Hilfe gekommen? Das würde ich doch gern wissen. An ihrem Wissen über die Magie besteht jedenfalls kein Zweifel. Die kargen Beschreibungen des Magischlüssels, die ich studiert habe, bestätigen ihre Erklärung. Für meinen Sohn macht das keinen Unterschied. Ganz im Gegenteil. Wenn wir die Waffe von der Zeitachse entfernen, wird Reno nie daran gedacht haben, sie zu aktivieren. Ein beträchtlicher Teil der Geschichte wird neu geschrieben werden. Ehrlich gesagt macht mir der Gedanke daran Angst. Woher wissen wir, dass es keine unbeabsichtigten Konsequenzen geben,
wird. Also ich werde nicht untätig herumsitzen, egal was man tut. Ein Risiko besteht immer. Und ehrlich gesagt kann es kaum noch schlimmer werden. Ich teile die Meinung von Fräulein Fina. Egal was wir ändern, meine Situation kann sich nur verbessern. Für uns ganz bestimmt, aber vielleicht nicht für alle. Ein Versuch ist es jedenfalls wert. Ich hoffe wirklich, dass wir das Richtige tun, Dickwan. Schnell, bringen wir die Teile des Magischlüssels zu Ceres. Es freut mich, dass ich euch einmal mehr helfen kann, Super Morio. Venus hat sich angeschlossen. Ja, jetzt habe ich mehrere Verbündete. Genau zu sein, 3. Wie ihr seht. So, kann ich den Magnetiten denn jetzt aktivieren? Kann ich. Und lande jetzt wo? Ist das jetzt meine Zeit? Also man kann tatsächlich in alle drei Zeiten durch alle drei Zeiten wandern. Ja, man kann durch alle drei Zeiten wandern. So, jetzt ist die Frage, in eurer Gegenwart wurde gesagt. Das heißt, meine Gegenwart wäre jetzt diese Zeit, würde ich sagen. Und wir gucken jetzt einfach mal in dieser Zeit, ob wir hier auf dieser Insel den Schlüssel finden. Ist das noch ein Magnetit? Nein. So ein Stein, der da rumsteht. Eine Palme, die genauso groß ist wie ich. Yay, ich bin sogar größer als die Palme. So, hier drüben sind auf jeden Fall wieder Piraten. So, ein Schiff steht hier unten auch. Okay, das will ich ja gerade noch nicht benutzen. So, dann reden wir doch mal mit den Leuten hier. Und zwar zuerst mit ihm. Herr Roberts nehme ich an. Roberts, wie er leibt und lebt. Aber ihr seht nicht wie junge Seelen aus, die es nach Abenteuern dürstet. Ihr seht eher aus, als würdet ihr bereits eure eigene Legende leben. Macht das Beste daraus. Das Leben steckt voller Herausforderungen für jene, die sie suchen. Manche Abenteuer können sich als ziemlich schmerzhaft erweisen. Robert, lasst euch meine langen Jahre der Erfahrung eine Lehre sein. Auf dem Weg mögen viele Gefahren lauern, aber die Abenteuer machen das Leid wett. Wo wir gerade davon reden, würdet ihr mir bei meinen nächsten Abenteuern zur Seite stehen? Ja. Wisst ihr, das alles ist noch so neu für mich. Ich bin verliebt. So etwas soll ja passieren. Wer ist denn die Glückliche? Sie ist wundervoll. Sie ist erstaunlich. Sie ist stark und doch verletzlich. Wie kann eine Frau wie sie nur jemand wie mich lieben? Wohl wahr, wenn man sich die Statistik anschaut. Die Statistik. Ich bin nicht sehr versiert in der Liebe. Aber vielleicht wäre es ein guter Anfang, einen Brief aufzusetzen. Mein Vater hat stets einen Brief gesendet, bevor er sich auf heikle Angelegenheiten einließ. Einen Brief? Aber natürlich! Eine hervorragende Idee. Nur einen Moment bitte. Da, bitteschön. Gefunden, ein Liebesbrief an die Person, die mein Herz kapert und mir Schlaf kauft. Die Wortwahl ist unverkennbar. Hab Dank. Wenn sie sich meine Liebe öffnet, ist die Sache entschieden. Ich werde in den Ruhestand treten und ihr dürft meine kostbarsten Schätze eure eigenen.
Versucht erst gar nicht mein Versteck zu finden. Es ist so gut versteckt, dass nur ich den Ort kenne. Ich werde gespannt Ihre Antwort auf meinen Brief harren. Ihr werdet sie sofort erkennen. Sie ist die atemberaubendste, beeindruckendste Frau auf dem ganzen Kontinent. Warum muss das so kompliziert sein? Was für eine niedliche Geschichte. Meint ihr nicht auch, Dickwan? Mit den Verhandlungen scheint es gut voranzugehen. Wenn beide Parteien nach Treu und Glauben handeln, soll das Ergebnis beiden zum Vorteil gereichen. Roberts, und? Habt ihr meinen Brief immer noch nicht überbracht? Es ist ganz einfach. Übergebt ihn der bemerkenswerten Dame auf der bemerkenswertesten Dame auf dem ganzen Kontinent. Ja, wer ist sie denn? Neu hier, was? Passt lieber auf. Oder ich schwöre, ich werde diese Mannschaft im Zorn verlassen. Ja, wuhu! Pirat zu sein ist echt super cool. Jeden Tag danke ich den Meeren, dass ich Herr Roberts gefolgt bin. In letzter Zeit macht er allerdings irgendwie einen auf besorgt. So, das wäre die Frage. Kann ich hier lesen? Ich würde den Brief gerne lesen. Liebesbrief. An die Person, die mein Herz gekapert hat und mir den Schlaf geraubt hat. Die Wortwahl ist unverkennbar. Okay, also ich kann es nicht lesen, wer die Person ist. Aber sie wird vermutlich nicht auf dieser Insel sein. Wollt ihr die Säge setzen? Ja. Jetzt ist die Frage, in dieser Zeit hier, wo könnte sie sein? Kann man hier unten auf diese Insel drauf? Nein, natürlich nicht. So, hier kommt man, glaube ich, auch nicht drauf. Und hier ist auch nichts. Okay, dann gehen wir mal ganz links im Dorf am Land und müssen uns irgendwie jetzt erfragen, wer das Weibchen ist, das er haben will. Und interessant ist, wo wir überall hinfahren können jetzt. Na, hier ist ja auch nochmal jetzt eine neue Insel, die kenne ich noch gar nicht. Ich fahre absichtlich gerade mal hier so zum Gucken rum. Hier kann man auch nicht durchfahren. Okay. Was auch immer das hier darstellen soll. Und hier unten ist noch eine Insel, wo ich an Land gehen kann. Und das hier ist die Startinsel. Genau. Das ist die Startinsel. Dann habe ich zumindest mal die komplette Karte erkundet. Jetzt gehen wir noch einmal nach unten gucken, ob da noch was ist, was ich nicht kenne. Und das sieht auf den ersten nicht so aus. Doch, hier unten ist noch eine Eisinsel. Dachte ich mir schon fast. Also gibt es vier Inseln. Die Pirateninseln rechts oben, in der Mitte die Main Island, ganz unten eine Insel, hier rechts eine Eisinsel und ganz oben links so eine rote Insel. Hier leben die Wikinger, alles klar. Jetzt muss ich an der richtigen Zeit auch noch hinkommen. Gut. Dann wissen wir zumindest schon mal das alles. Kann ich jetzt hier an Land gehen? In diesem Dorf? Ja, kann ich. Wir haben einen großen Sieg über die Dämonen errungen. Dennoch, wir dürfen uns nicht in Sicherheit wiegen. Gewiss gibt es Überlebende. Ich hoffe, der Krieg ist bald zu Ende. Ich werde verrückt, wenn ich noch länger hier festsitze. Uiuiui. Mein Verlobter ist sicher von der Mayenbrücke zurückgekehrt. Er hat mir von den Gefahren erzählt, in denen er ständig schwebte.
Fast wäre er von einem riesigen Felsbrocken erschlagen worden. Er ist ja so tapfer. Kann ich ihr eigentlich den Brief zeigen? Nö. Oh, die halbe Stunde ist rum. Okay, da die halbe Stunde rum ist und ich mir jetzt Gedanken machen muss, wo ich jetzt hin muss. Und ich weiß nicht, ob ich mich spoilern lassen soll oder ob ich tatsächlich einfach alles absuche. Das entscheide ich jetzt noch. Wie viele Folgen haben wir jetzt aufgenommen? 3 Stück? Okay, das heißt, wir haben noch 2 Stunden Let's Play vor mir. Mache ich die heute noch? Weiß ich noch nicht. 2 Stunden bis 19 Uhr. Mal schauen. Also, ich bedanke mich erstmal fürs Zuschauen. Lasst mir einen Daumen nach oben da. Abonniert mich. Ich freue mich über jedes Feedback. Gebt mir Feedback. Ich freue mich über jeden Scheiß. So ist der Satz korrekt. Und ansonsten sage ich wie immer, tschö mit ö.